So, ab heute dürfen wir wieder raus. Das heißt, es ist immer noch, wir sind eigentlich immer noch im Lockdown, aber man darf mittlerweile Fahrrad fahren und spazieren gehen und so weiter. Man muss allerdings eben die Maske tragen und sollte nicht in der Gruppe unterwegs sein. Lynn und ich haben schon länger, hat es uns eigentlich in den Fingern gejuckt, dass wir einfach wieder reiten können, weswegen wir jetzt die Option genutzt haben und gleich mal ausreiten gegangen sind. Ich reite Storm, den habe ich auch vorhin ein bisschen frustriert. Lynn reitet Amigo und eine Freundin von uns reitet Flex. Kuroto und Prosecco haben natürlich immer noch Pause gerade. Die sind ja erst seit, ja, noch nicht einmal 2 Wochen wieder zurück bei uns. Also eigentlich nur seit ein bisschen über einer Woche jetzt. Und müssen sich immer noch ein bisschen ausholen, aber es geht beiden ganz gut. Und wir sind jetzt am Fluss entlang geritten. Also der Fluss ist noch leer. Das Wasser kommt aber wieder zurück nach Maun. Das ist schon in Maun, aber eben noch nicht auf unserer Seite. Wir sind einfach hier entlang gelaufen und getrabt und galoppiert und laufen jetzt ganz gemütlich im Schritt zurück. Wir haben es jetzt natürlich auch nicht übertreiben wollen, weil die Pferde einfach nicht mehr so fit sind. Die sind jetzt natürlich lange nicht mehr bewegt worden und wir wollen ja nicht, dass sie irgendwie sich noch verletzen. So, jetzt geht's ganz gemütlich nach Hause. Ich glaube, insgesamt waren wir vielleicht so eine knappe Stunde unterwegs. Ich lasse ihn jetzt einfach heimlaufen. Ich weiß, er wird jetzt nichts tun. Er schreckt sich auch nicht vor den Hunden oder so. Ich muss nur achten, dass ich hier nicht an den Ästen hängen bleibe. Da sind Busseche und Kurote. Ja. Ja, und er sieht nur Gras und will da direkt hin. Weiß aber, dass ein Zaun dazwischen ist. Ja, hübscher. Bitte außenrum. Danke. Dieses Ding hat nämlich Dornen. So. Sieht man mal, wie ich diesem Pferd mittlerweile vertraue. Ich lasse ihn einfach freilaufen. Ich habe nicht mal mehr meine Füße in den Steigbügeln. Ich kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber ich meine, er ist zum Glück ja kein so großes Pferd. Also ich falle nicht tief, wenn ich falle. Aber ich bin mir sicher, zu 99%, dass er nichts Doofes hier machen wird, weil es einfach Richtung Heimat ist und er jetzt ganz andere Dinge im Kopf hat, als irgendeinen Quatsch zu tun. Weil er einfach jetzt nur zu seinem Gras will. So. Passt immer wieder. Nochmal ducken. Liegen noch die Heu-Dinge rum, in denen wir das Heu immer transportieren. So, jetzt sind wir wieder da. Stand. Stand. Good boy. Heute gehe ich das erste Mal seit dem Lockdown, also seit, ja, 6 Wochen, wieder Gassi mit den Hunden. Und habe mir jetzt das erste Sadie und Dana rausgesucht, mit denen ich jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde rausgehe. Wir werden so ein bisschen am Flussbett entlang laufen und normalerweise gehe ich immer maximal mit 2 Hunden, weil wenn ich jetzt noch zum Beispiel Brutus dabei hätte und eventuell andere Hunde auf uns zukommen, was sehr gut sein kann, weil hier einfach viele Dorfhunde sind, die frei rumlaufen, also die nicht angeleint sind, oder auch nur andere Menschen, und weil die Bubbles ja sehr beschützerisch sind und mich unter Umständen einfach verteidigen würden oder zumindest denken, dass sie mich verteidigen müssen. Es ist einfach viel leichter, 2 Hunde zu kontrollieren als 3. Und ich weiß, Sadie fängt keinen Kampf mit irgendjemandem an. Also habe ich dann beide Hände frei für Dana. Und ja, ist mir einfach viel lieber, als jetzt irgendwie 3 Hunde zu nehmen. Dann laufe ich lieber 2-mal, anstatt dass nachher immer schief läuft. Genau. Und ich meine, die Hunde hatten ja im Lockdown schon auch Bewegung im Garten natürlich. Aber das kann man nicht vergleichen. Ich meine, das Spielen, was man im Garten machen kann, kann man nicht mit richtig Gassi gehen vergleichen. Vor allem für Danas Hüfte. Entschuldigung. Fliege. Vor allem, weil Dana Hüftprobleme hat, ist das Spazierengehen schon deutlich besser für ihre Muskeln als eben dieses Rumtoben im Garten. In den Pool möchte sie nicht, das hat sie früher immer gemacht. Mittlerweile mag sie das nicht mehr so gern. Aber naja, dann gehen wir halt spazieren. Zweite Runde, dieses Mal mit Brutus. Da er allerdings aus seinem Gurt schon rausgewachsen ist und auch sein Halsband mittlerweile eng ist, habe ich jetzt Danas
Gurt genommen und einfach vergrößert. Passt da zum Glück noch rein. Da brauchst du auf jeden Fall einen eigenen Gurt. Ich bevorzuge Gurts zu Halsbändern einfach. Ja, und ich laufe jetzt mit ihm nur eine kleine Runde. Einfach, weil er ja noch wächst. Er ist ja erst 8 Monate alt. Und gerade bei so großen Hunden muss man da schon auf die Gelenke achten, dass man es nicht übertreibt und dass man einfach jetzt wieder langsam die Kondition aufbaut. Ja. So, hier ist normalerweise der Fluss. Und das Wasser kommt dann irgendwann von da. Und füllt dann wieder auf. Ich bin mal gespannt, wie viel Wasser kommt, aber anscheinend gar nicht zu knapp. Und wenn wir reiten gehen, gehen wir quasi auch hier rüber und dann da hinten bei den Bäumen ins Gebüsch sozusagen. Ja, der ist schon ziemlich müde. Bridget, sollen wir heimgehen? Ist echt nichts mehr gewohnt. Aber er hat sich auch vorhin ein bisschen verausgabt im Garten. Und hat natürlich auch die ganze Zeit gewinselt, als ich mit Sadie und Dana weg bin. Und fand das halt gar nicht toll. Deshalb denke ich, übertreiben wir es nicht und gehen wieder zurück. Obwohl jetzt ist doch ein bisschen schnuppern. Ist okay, kannst du machen. Jo. Wir haben immer verschiedene Abmachungen mit Leuten in unserer Nachbarschaft, dass wir die Pferde in ihren Grundstücken grasen lassen können. Das Grundstück haben wir jetzt, ich glaube, hier waren wir jetzt 8 Mal. Und heute wird wahrscheinlich auch der letzte Tag sein, ist nicht mehr so viel Gras übrig. Ja, aber einfach damit die Pferde ein bisschen grasen können und auch ein bisschen Bewegung haben in einem geschützten Bereich. Also wir lassen die ja nicht einfach frei grasen. Gut, früher haben wir natürlich Bosecher und Kubota schon frei grasen lassen. Jetzt aber seit dem Diebstahl natürlich nicht mehr. Und jetzt schauen wir halt eben, dass wir immer mal wieder so Grundstücke finden, wo dann die Besitzer nichts dagegen haben, dass wir die Pferde drauf lassen. Manchmal ist es halt schon so, dass natürlich Leute es jetzt nicht so lustig finden, wenn das eine Herde Pferde durch ihren Garten strampelt, weswegen wir dann eben versuchen, das Gras zu schneiden und dann eben so zuzufüttern. Und wir nehmen eben meistens Grundstücke oder eigentlich immer Grundstücke, die unbewohnt sind, so wie jetzt hier. Da ist zwar eine Hütte, aber da wohnt keiner. Und sie haben ihren Platz und können sich hier bewegen, haben Schatten und kommen dann heute Nachmittag wieder nach Hause. So sieht es dann aus, wenn wir die nachmittags mit dem Auto wieder zurück scheuchen, sozusagen. Jamie's in the lead. And then we have Amiga and Flexi. We got Pasejo. Second last we got Kurwurze and Stormy. Das bin natürlich nicht ich, die da spricht, wie ihr wahrscheinlich merkt. Morgen, es ist kurz vor 7:30 und wir gehen reiten. Wir werden nämlich zum Fluss reiten, um mal zu schauen, wie weit das Wasser ist. Immer mal wieder trocknet der Fluss komplett aus und dann muss man ein paar Monate warten, bis das Wasser wieder von Angola aus übers Okavango-Delta bis zu uns kommt. Und wir wissen, dass es relativ nah an uns dran ist, weswegen wir einfach mal mit den Pferden losrollen, um es zu sehen. Das ist so etwas Kostbares hier ist. Es ist immer was ganz Besonderes, wenn der Fluss sich wieder auffüllt. Und ganz viele Leute sind in der Regel am Flussufer, um das zu sehen. Und die Botswana waschen sich dann auch immer im ankommenden Wasser die Hände, einfach weil es als Neuanfang gesehen wird. Und dann wird eben gehofft, dass die neue Zeit, die jetzt anbricht, viel besser wird. Ja, wir reiten lieber durch, anstatt uns darin zu waschen. Das hier wird alles Wasser sein und sich alles auffüllen. Man muss besonders aufpassen, natürlich wegen Krokodilen und Nilpferden am Wasser, aber eben auch im Wasser. Deswegen ist es nicht so ungefährlich, dass wir hier machen.